Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Schatten des Krieges. Ich komme gerade von einer Fortbildung. Wir hatten das Thema Kontrakturenprophylaxe. Kontrakturen, das sind dauerhafte Verkürzungen von Muskelbänder und Sehnen und ich weiß jetzt nicht, wie ich auf Kontrakturenprophylaxe komme. Sturzprophylaxe. Das heißt, wie wir verhindern könnten, dass ein Bewohner stürzt. Oder wir. Und ja, wir hatten 2 Stunden Gymnastik. Pilates. Ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass uns das irgendwie hilft. Aber was ich in dieser Fortbildung festgestellt habe, ist, es gibt einfach zu viele Gliedmaßen. 2 Arme, 2 Beine, die Finger, die Zehen. Das ist einfach zu viel. Das kann nur ein normalsterblicher Mensch, kann das nicht handeln auf Dauer. Das geht so nicht in Ordnung. Und ich glaube auch, ich kann es natürlich nicht mit Gewissheit sagen, aber ich glaube, dass es den Orks genauso geht. Deswegen habe ich mich in dieser Folge dazu entschlossen, es muss viel weniger Gliedmaßen auf dieser Welt geben. Wir helfen diesen Orks. Wir helfen ihnen. Das ist kein Witz, ich meine es ernst. Wir müssen sie von diesen verdammten Gliedmaßen befreien, jeden einzelnen. Wir sollten die Gliedmaßenpopulation auf der gesamten Welt halbieren. Für ein einheitlicheres Gefühl. Ein Gefühl der Gleichheit. Nein! Ich will Gliedmaßen abhaken, ich will keinen aufspießen. Talion hat meine Vision noch nicht so ganz verstanden, aber das werden wir gleich ändern, denke ich. Komm schon, auch Karagors haben das Recht auf weniger Gliedmaßen. Talion. Bitte. Du teilst diese Vision doch auch. Das kann doch nicht sein. Du bist nichts als Abschaum für mich. Wieso lebst du noch? Ich habe den Kerl jetzt schon mehrfach getötet. In der letzten Folge zum letzten Mal. Also mehrfach, zweimal. Zweimal ist mehrmals. Stirb doch einfach, verdammt nochmal. Du heißt der Mörder, du heißt nicht der Unsterbliche. Oder der Uralte. Einfach sterben. Was ist denn das jetzt? Grom, warst du das? Du verdammter Bastard. Der lässt mich jetzt nicht hier zurück. Dieser Kerl, der lässt mich tatsächlich zurück. Ich fass es nicht. Abwärts mit dir. Okay, weniger Gliedmaßen. Dazu zähle ich jetzt auch den Kopf. Ich werde diesem verdammten Bastard den Kopf abhacken. Schildträger. Ein Schildträger will mich töten, vergiss es.
Ach, endlich! So, ich habe mir vorgenommen, ich will den Häuter in meiner Armee. Der gefällt mir einfach vom Design her unglaublich gut. Jetzt werde ich mal sehen, wen er hier überfällt. Und ja, dann werde ich versuchen, ihn mir zu schnappen. Arbecker Häuter. Bestienmeister. Nichts in Mordor ist wichtiger als diese kleine Schatztruhe. Verstanden? Gar nichts. Ich will genauso gern wie ihr die Beute sofort aufteilen. Aber erst müssen wir die Wachen aus dem Weg räumen. Der gefällt mir einfach. Mit der abgezogenen Haut in der Fresse. Ja, verdammt. Ich bin die Quelle deines Leids. Jeder Ork Mordors wurde von mir und meiner Gilde der Grubenhüter erschaffen. Wir bringen Leben und schrecklichen Hunger in diese Welt. Doch heute bringe ich den Tod. Also haben wir dir diesen ganzen Mist hier zu verdanken. Tja. Komm schon. Das Blatt hat sich gewendet. Kehrt um. Wir werden wieder kämpfen. Nein! Arbecker, töte ihn! Ach Mann, ich will dich ja eigentlich in meiner Armee haben. Tut mir leid. Nur die erlesensten Materialien. Ich reinige sie von ihrem Fett, mache sie weich, indem ich Dung reinklopfe und sie in Karagor-Hirn tränke. Wenn ich dann in deine Haut schlüpfe, bist du endlich schön. Okay, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wer dafür das Design war, also wer dafür herhalten musste als Inspiration. Eine Backpfeife. Okay, machen wir die Lage erstmal ein bisschen fairer für uns. Da. War es nicht das, was ich geplant habe, geht aber auch. Nein, mein Karagor. Wer hat mich da runtergeholt? Okay. Komm. Hol dir die ganzen Karagors, Talion. Geil, die gehen alle da hoch. Ja, tut mir leid, Freund. In der Zeit bin ich schon zweimal verschwunden. Oh, wer ist denn das jetzt? Da war doch gerade noch ein Hauptmann. Komm schon, Talion. Ja, da ist wirklich noch ein Hauptmann. Was bist du für einer?
Ah, oh Gott, was kommt da noch alles? Oh. Nein! Geiler Trick. Ach, verdammt. Die kann ich ja gar nicht so einnehmen. Ach, jedes Mal. Komm schon. Wow. Talion. Geiler Reflex. Irgendeiner ist hier entkommen, hat er gerade gestanden. Oh, der Nachtbringer, der sieht ja geil aus. So, ich brauche deine Lebensenergie und du kämpfst jetzt für mich. Nix da, lass unsere Leute in Ruhe. Komm schon. Wo ist der Häuter? Ach, da hat man keine Elbengeschosse, wenn man mal eins braucht. Nein, Karagor! Verdammt, wenn der... Ah, wenn der Häuter hier nicht mehr ist, dann lohnt sich's ja gar nicht, hier zu kämpfen. Oh nein, du bleibst schön hier. Ach, der Häuter. Ich krieg dich schon noch. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich gerade ärgere, dass dieser Kerl weg ist. Da ist er. Sehr gut. Ich will den Häuter. Und was ich will, das kriege ich auch. Ach, halt doch die Klappe.
Ich habe überall nach dem Verräter gesucht. Snafu der Große. Oh. Die Suche ist schwierig und nervig. Aber ich werde ihn finden. Ja, ich hol dich mal zu mir, okay? So. Der Große, komm mal her. Was soll denn der Mist jetzt? Was machst du da, hä? Oh, nicht schlecht. Hoffentlich hat's wehgetan. Das nenne ich Glück gehabt. Was hat denn der für geile Äxte? Die sehen ja aus wie ein Maul. Schließ dich der Armee des Hellenherrschers an. Was soll ich für dich tun? Rückzug erstmal. Schon gut, schon gut. Na, so. Dass du das versuchst. Und trotzdem hast du dich aufspießen lassen. Der Stratege, oh, das klingt ja cool. Dann komm mal her. Aber du weißt ja, was ich bereits tue. Na gut, er hat eine Sprungblockade. Ja! Ach ja, verdammt, jedes Mal. Komm schon! Der ist immun gegen Hinrichtung, oder? Ja. Oh, ich wollte eigentlich wegrollen. Nicht seinen Spezialangriff abwarten. Komm. Oh, endlich mal getroffen, ne? Ach, jetzt stehe ich natürlich auch auf seiner Falle drauf. So, du gehörst mir, mein Freund. Und ein weiterer Hauptmann. Du kämpfst für den Hellenherrscher. Ja, lass uns zusammenarbeiten. Rückzug. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. So, jetzt will ich aber noch den Häuter. Ich will unbedingt den Häuter in meiner Armee. Ohne Häuter fehlt mir einfach irgendwas. Eine Patrouille in der Nähe. Was sie auch sucht. Sie wird uns finden. Arbeka. Bestienangriffe, Furcht vor Feuer, Fernkampfangriff, Schleichangriff, gut. Dann wird es doch mal Zeit für eine
kleine Höhenaktion. Da unten läuft er. Bam! Und jetzt gehorch mir. Was? Zu einflussreich. Dann wird er mal beschämt. Wurde verrückt. Wie geil. Wieso brennt hier alles? Alter, wieso brennt hier jetzt alles? Und der Häuter ist verrückt geworden. Ich weiß nicht, ob das rein gesundheitstechnisch für uns was Gutes ist. Ach, das werden wir schon rausfinden. So, du kommst jetzt auch mal zu mir. Hier mit den ganzen Höhlensystemen, dann ist das mit den Artefakten auch gar nicht so leicht. Huch, soll der Alarm schlagen, ist mir doch egal, ich bin längst woanders. So, der Häuter. Was für ein Level hat denn der? 21. Kann ich ihn mir mitten in die Armee nehmen? Der Mystiker. Oh, verdammt, der ist besessen. Oder? Ich glaube, der ist besessen, so wie der aussieht. Da unten. Wo bist du? Heute. Wuhu. Da ist er. Arbeka. So, der ist verrückt. Das würde ich jetzt mal sehen, ob das irgendein Bonus ist. Ah. Komm her, Häuter. Egal. Egal, was es war, es ist weg. Nicht wirklich, es frisst da hinten gerade. Komm noch ein bisschen näher.
weich ist. Wer echt nachgiebig ist, nachgiebig und weich. Okay, der Kerl ist verrückt. So, töten wir erstmal deine Tierchen. Ja, ich mag Psychopathen. Ja! Du glaubst, du bist weich? Ich nachgiebig? Du gehörst mir. Oh nein, mein Freund. No. Weich und nachgiebig. Alter. Was hat der Kerl da nur? Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich den wirklich in meinem Team haben will. Diene dem Heldenherrscher. Weich und nachgiebig. Alter, du hast Probleme, mein Freund. Und das nicht zu knapp. Ja, noch ein paar Stück und wir haben einen Levelaufstieg. Ja, ich mag es einfach, wenn die irgendwo runterfallen. Ja, noch ein paar Pünktchen. Das ist aber auch nicht zum Einsammeln. Ja. Der Kerl da, den will ich. Grom, dich nehme ich mir. Der Nachtbringer. Na, so. Okay, weißt du was? Nahezu. Wieso kann ich den nicht töten? Ich spiele Aufträge, um diesen Feind zum Ziel zu erklären. Ja, der ist noch nicht stark genug, vielleicht deswegen. Der Goldene. Wo ist denn der Uralte? Irgendwo habe ich doch einen Uralten. Nein, den. Doch, der Uralte, ich glaube. Ja, hier, der Uralte, gut. Der Goldene. Komm mal her. Fanatisches Gefolge. Wow. Okay. Dann wird der Goldene unser nächstes Ziel. Und unser nächstes Ziel erreichen wir in der nächsten Folge. Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden in der nächsten Folge auch weiter an den Hauptmännern ein bisschen rumstochern. Und in der übernächsten Folge werden wir nochmal ein bisschen den Online-Modus ausprobieren, bevor wir uns wieder der Story zuwenden. Gut, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.